Die Beluga XL. Transportflugzeug der Extraklasse. Ein außergewöhnlicher Flieger. In ihrem riesigen Laderaum kann sie über 50 Tonnen Fracht transportieren. Sie ähnelt einem Beluga-Wal, daher auch ihr Name. Die Beluga XL ist ein europäisches Flugzeug. Ihre einzelnen Bauteile werden in 4 europäischen Ländern hergestellt. Dann werden sie wie ein riesiges Puzzle zusammengesetzt, eins nach dem anderen. Dazu müssen die überdimensionierten Teile quer durch Europa transportiert werden. Diese Maschine soll dem Hersteller bei einer großen Herausforderung helfen, 37.000 Flugzeuge in den kommenden 20 Jahren auszuliefern. Der große Moment ist gekommen. Dieses außergewöhnliche Flugzeug macht sich zu seinem Erstflug bereit. Toulouse, Frankreich, 19. Juli 2018, 9 Uhr. An diesem Morgen ist die riesige Produktionsanlage von Airbus menschenleer. Dafür versammelt sich ganz in der Nähe eine Gruppe von mehreren hundert Leuten auf dem Rollfeld. Mitarbeiter von Airbus und ihre europäischen Partner. Sie alle haben 4 Jahre lang auf diesen Moment hingearbeitet. Wenn alles glatt läuft, wird in knapp 2 Stunden die Beluga XL starten. Ein Meilenstein der Luftfahrtgeschichte, in dem Millionen von Euro und die harte Arbeit tausender Mitarbeiter stecken. Uhr. Heute wird die Beluga XL zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie ist funkelnagelneu und war noch nie in der Luft. Werke in 4 europäischen Ländern waren an der Produktion beteiligt. In Frankreich baut Stelia die vordere Ladetür und das Cockpit. In Spanien entsteht bei Aernnova das Rumpfendstück mit Höhen- und Seitenleitwerk. In Deutschland produziert Dehardt den oberen Teil des Rumpfes. In Großbritannien stellt Rolls-Royce die Triebwerke her. Im französischen Toulouse entsteht bei Airbus aus all diesen Einzelteilen die Beluga XL. Wir bauen das Flugzeug zusammen mit unseren europäischen Partnern. So haben wir die Kosten im Griff und können die Fristen einhalten. Die Beluga ist auf jeden Fall ein europäisches Projekt, aber nicht nur das. Also es waren wirklich die halbe Welt daran beteiligt. Und das hat es auch sehr interessant gemacht, diese kulturellen Unterschiede. Ganzen Meetings, Telefonkonferenzen auf Englisch, auf Französisch. Also es war, auch das war eine Herausforderung. Die Beluga XL ist eines der größten je gebauten Flugzeuge. Ihr Leergewicht beträgt 125 Tonnen. Ihre Länge von 63 Metern entspricht 2 großen Blauwalen. Mit knapp 19 Metern ist sie so hoch wie ein dreistöckiges Gebäude. Sie kann bis zu 51 Tonnen Fracht transportieren, also etwa 34 Mittelklassewagen. Heute hebt sie zum ersten Mal ab, nach 4 Jahren harter Arbeit. Die Beluga XL beginnt ihre Reise in Spanien, wo ihr Rumpfendstück gebaut wird. In Berantevilla befindet sich das Werk von Aernnova. Das Firmengelände umfasst 23.000 Quadratmeter. Seit 25 Jahren baut Aernnova Flugzeugteile für Boeing, Bombardier, Embraer und natürlich Airbus. In Spanien werden auch die Leitwerke hergestellt. Sie bestehen aus mehreren Einzelteilen. Das ist das Seitenleitwerk, eins der größten, die je gebaut wurden.
Heute steht eine besonders knifflige Arbeit an. Sie wird vom leitenden Fertigungsingenieur Louis Lissardoui überwacht. Eine riesige Halbschale muss in 5 Tagen nach Toulouse geliefert werden. Louis weiß, wie wichtig der reibungslose Ablauf ist. Es darf nichts schiefgehen, wenn ein so schweres und fragiles Teil verladen wird. Beim ersten Mal wussten wir nicht mal, wie man so ein riesiges Teil ausliefern soll. Zuerst muss die Halbschale angehoben werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass sich das Teil nicht unkontrolliert bewegt. Das ganze Team steht unter Anspannung. Eine falsche Bewegung und die Halbschale könnte beschädigt werden. Das Verladen dauert über 2 Stunden. Wenn jetzt etwas schief geht, war die ganze Arbeit umsonst. Als nächstes wird die Halbschale vorsichtig nach vorne gekippt. Das Teil wird auf eine Metallkonstruktion platziert, mit der es transportiert wird. Der schwierigste Teil der Operation steht noch bevor: der Transport nach Frankreich. Komplexe Einzelteile zu transportieren, artet oft in einen logistischen Albtraum aus. Verkehrspolizisten begleiten den Konvoi, wenn die Fahrt beginnt. Wie soll man solche Riesenteile transportieren? Die Gefahren für Mensch und Verkehr sind auf keinen Fall zu vernachlässigen. Die Fracht hat Übergröße. Die Fahrer müssen vor allem in Wohngebieten besonders aufmerksam sein. Die Lkw fahren im Durchschnitt 26 Kilometer pro Stunde. Die Fahrt von Berantevilla nach Toulouse geht über die Pyrenäen und dauert 4 Tage. Auf dem Weg lauern viele Gefahren. Ein Unfall und die monatelange Arbeit wäre umsonst gewesen. Airbus entscheidet sich 2014 dazu, die Fertigung des Flugzeugs auf mehrere europäische Länder aufzuteilen. Sie holen Europas Top-Flugzeugingenieure an einen Tisch. 18 Monate lang wird im Werk in Toulouse gebrainstormt. Dank der direkten Kommunikation unter den europäischen Partnern können die Experten mögliche Fehler schon im Vorfeld ausmerzen. Man muss miteinander reden, um Probleme beheben zu können. Designer und Ingenieure haben sich immer wieder ausgetauscht. Denn was nutzt Design, wenn es nicht funktioniert? Es war allerdings auch dann sehr schwierig, dieses Projekt hier, De Harde, aus der Ferne, aus Toulouse, zu führen, zu steuern. War auch eine weitere große Herausforderung. Aufbau, Aerodynamik, Materialien. Die wichtigsten Entscheidungen werden zusammen getroffen. Wir haben alle zusammengearbeitet. So konnten die Belange der Ingenieure und Kunden direkt umgesetzt werden. Es war ein produktiver Austausch. Nur so konnten wir das Projekt schnell und erfolgreich vorantreiben. Es gilt, alles zu verhindern, was die Fertigstellung des Flugzeugs verzögern könnte. Ist die Vielfalt europäischer Arbeitsweisen das Erfolgsrezept dieses Projekts? Juli. Toulouse. Die Beluga XL wird aufs Rollfeld gezogen. Immer mehr Angestellte von Airbus und seinen Partnerunternehmen kommen zusammen. Gleich wird die Crew der Beluga die zahlreichen Fragen von Journalisten aus aller Welt beantworten. Geflogen wird die Maschine von Christophe Cailly, einem ehemaligen Piloten der französischen Luftstreitkräfte.
Um 10 Uhr führt KI seine Crew zur Maschine. Sie besteht aus einem Co-Piloten und 3 Ingenieuren, die während des Flugs Tests durchführen. Sie lächeln, doch ihre Nervosität ist spürbar. Was, wenn während des Erstflugs etwas Unerwartetes passiert? Die Crew betritt das Flugzeug durch die Tür an seiner Unterseite. Jeder von ihnen wird sich in diesem Moment fragen, wie das Flugzeug den Erstflug überstehen wird. Da saßen wir nun. Alle hatten auf diesen Moment, den Testflug, hingearbeitet. Der heutige Start ist dem gemeinsamen Einsatz vieler zu verdanken. Doch wie kam es zu dieser paneuropäischen Kooperation? Um diese Frage zu beantworten, reisen wir 50 Jahre in der Zeit zurück. In den 1970er Jahren boomt der Flugverkehr. Airbus muss Flugzeugteile von einem Werk zum anderen transportieren, mit der Super Guppy. Doch die begrenzte Kapazität dieser Maschine kann die steigende Nachfrage nicht mehr bedienen. Deshalb entwickelt Airbus in den 1990ern die Beluga ST. Sie ist die erste Transportmaschine von Airbus. Die Zahl der Flugreisenden steigt exponentiell, genauso wie die Zahl von Bestellungen und Auslieferungen. . 1990 werden 100 Bauteile ausgeliefert. 2018 sind es schon 800. Die Nachfrage steigt ums Achtfache. Eine der neuesten Airbus-Maschinen, die A350, ist eine wahre technologische Revolution. Bis ins Jahr 2024 wird Airbus 30 Stück an Emirates liefern. Die Produktionskapazität im Werk von Toulouse kommt jetzt schon ans Limit. Letztes Jahr hat Airbus über 800 Stück hergestellt und ausgeliefert. 2019 wollen wir die Produktion auf 890 Stück erhöhen. Wir produzieren viel mehr als in den vergangenen Jahren. Die Produktionsrate geht durch die Decke. Doch die Beluga ST hat Schwachstellen. Voll beladen kommt sie nur 1700 Kilometer weit. Also entwickelt Airbus 2014 ein effizienteres Flugzeug. Eines, das zum Beispiel 2 A350 Tragflächen transportieren kann, statt nur einer. Was sind die Alternativen? Soll Airbus ein neues Frachtflugzeug bauen oder eines einsetzen, das bereits auf dem Markt ist? Wie die russische Antonov AN-225? Sie ist zu schwer und ihr Frachtraum zu schmal. Oder die amerikanische Boeing Dreamlifter. Ihr Frachtraum ist auch nicht groß genug. Airbus überlegt sogar, Zeppeline einzusetzen, aber sie sind zu langsam und zu unsicher. Airbus sucht nach der perfekten Lösung. Währenddessen gehen immer mehr Bestellungen ein. Es muss endlich eine Lösung gefunden werden. 2014 wendet sich Airbus an seinen langjährigen Partner Dehardt. Das Unternehmen befindet sich in Varel in der Nähe von Bremen. Der Technologieanbieter arbeitet seit 50 Jahren für die Luftfahrtindustrie. Er beschäftigt über 400 Mitarbeiter. Hier entsteht der obere Flugzeugrumpf der Beluga XL. Er besteht aus 9 Rumpfschalen. Die Schalen werden in diesem 15 Meter hohen Hangar mit Lasern vermessen. Sie garantieren höchste Präzision. Denn der obere Rumpf muss genau auf den unteren Rumpf passen, der in Toulouse hergestellt wird. Diese Schalen, die wir hinter uns sehen, sind die größten jemals in der Airbus-Welt gebauten und gelieferten Schalen. Ja, sie sind 8x8 Meter. Und ermöglichen so auch diese deutliche Vergrößerung der Transportkapazitäten des Belugas. Die
Diese Bauteile gehören zu den Schlüsselelementen der Beluga XL. Aus ihnen entsteht der obere Rumpf. Sie sind die größten Einzelteile. Was sie ausmacht, ist ihre einzigartige Wölbung. Auch diese Teile müssen nach Toulouse transportiert werden, so wie die aus Spanien. Die knapp 1500 Kilometer lange Reise dauert etwa 5 Wochen. Die Fahrt geht durch Ortschaften und über Landstraßen. Jeder Container wiegt mehr als 15 Tonnen und ist 10 Meter lang. Eine Kollision mit Häusern oder Bäumen würde die Teile irreparabel beschädigen. Einige Straßenschilder müssen entfernt werden. Manchmal werden Anwohner mitten in der Nacht geweckt, um ihre Autos umzuparken. Überall lauern Gefahren. Zurück auf der Testflugstrecke in Toulouse. Die Zuschauer fiebern dem großen Moment entgegen. In knapp 15 Minuten startet die Maschine. Nach 4 Jahren Arbeit ist es endlich soweit. Noch ein paar letzte Handgriffe, dann ist die Crew bereit. Die 5 Besatzungsmitglieder tragen Fallschirme. Alles wurde auf Herz und Nieren geprüft. Trotzdem, ein Restrisiko bleibt. Natürlich tun wir alles, um die Testflüge so sicher wie möglich zu machen. Aber es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Der Countdown beginnt. Techniker legen letzte Hand an. In wenigen Minuten ist die Crew auf sich allein gestellt. Doch zuerst drehen wir die Zeit zurück. 2014 trifft Airbus eine strategisch wichtige Entscheidung. Sie werden ihr eigenes gigantisches Frachtflugzeug bauen. Die Geburtsstunde der Beluga XL. 2014 neigt sich bereits dem Ende zu. Es gibt mittlerweile so viele Vorbestellungen, die Maschine muss in knapp 5 Jahren flugtauglich sein. Die Ingenieure treffen eine taktische Entscheidung. Anstatt ein neues Flugzeug zu bauen, wird die A330 weiterentwickelt. Die Beluga XL ist eine modernisierte A330. Für sie gibt es bereits hunderte Bauteile. Und dieser Airbus ist bekannt für seine Robustheit. Sie sieht aus wie ein Soufflé, ein aufgeblasener Auflauf. Der untere Teil ist kompakt, der obere Teil nach außen gewölbt. Würde man eine A330 aufblasen, kommt die Beluga XL raus. Als erstes nehmen die Ingenieure die A330 auseinander. Die Außenhaut wird von einer lasergesteuerten Stichsäge entfernt, mit millimetergenauen Schnitten. Das Resultat? Ein Flugzeug, das in 2 Teile geschnitten wurde. Dann kommt das in Spanien gefertigte Rumpfendstück dazu. Danach folgen die Rumpfschalen aus Deutschland. Der Laderaum bietet Platz für bis zu 45 Meter lange Teile. Hier sehen wir den alten unteren Rumpf der A330. Obendrauf wurden die neuen Rumpfschalen montiert. In dieser Falte sieht man, dass beide Teile zusammengenietet wurden. Im Werk in Toulouse werden die Teile der A330 verbaut. Technisch gesehen eine riesige Herausforderung, denn die A330 ist über 20 Jahre alt. Die Beluga XL hingegen ist voller modernster Technik. Es kann ganz schön knifflig werden, wenn alt und neu zusammenkommt. Heute haben wir ganz andere technische Möglichkeiten als vor 20 Jahren. Es ist nicht einfach, veraltete und moderne Technik zu vereinen.
Herbst 2016. 2 Jahre vor ihrem Testflug bekommt die Beluga XL ihren neuen Rumpf. Dazu wird der untere Rumpf der A330 auf einer Plattform positioniert. Jetzt kann der obere Rumpf montiert werden. Das bedeutet, 180 Schalen müssen befestigt werden. Mit abertausenden Nieten. Bei dieser Arbeit ist Präzision gefragt. Die Nieten sind winzig im Vergleich zum Flugzeug. Hier geht es um Teamwork. Nur so kann man ein außergewöhnliches Flugzeug bauen. Die Einzelteile zusammenzubauen dauert 1 Jahr. Hochqualifizierte Facharbeiter setzen alles daran, die Beluga XL fristgerecht fertigzustellen. Das Besondere an der Beluga XL, übergroße Fracht kann schnell be- und entladen werden, dank ihrer riesigen Frachttür. Noch 18 Monate bis zum Testflug. Die spanischen und deutschen Zulieferer arbeiten auf Hochtouren. Auch in Frankreich darf man nicht in Verzug geraten. In Rochefort an der französischen Atlantikküste wird eines der technisch aufwendigsten Bauteile hergestellt. Das Bugtor. Die größte Frachttür, die je in Europa gebaut wurde. Das Tor der Beluga XL befindet sich an ihrem Bug. Es kann direkt an einer Laderampe platziert werden. Dadurch wird das Flugzeug schneller be- und entladen. Das Tor ist 10 Meter tief, 8 Meter hoch und wiegt mehr als 3 Tonnen. 170 Mal mehr als eine normale Flugzeugtür. Die 130 Quadratmeter große Tür ist wie ein Schiffssegel. Wir mussten also sicherstellen, dass dem Flugzeug bei geöffneter Tür am Boden starker Wind keine Probleme bereitet. Wenn das Bugtor der Beluga offen steht, muss man besondere Vorsicht walten lassen. Dann ist es mit einem Segel vergleichbar. Starker Wind könnte es beschädigen. Zwei riesige Scharniere öffnen und schließen das schwere Tor. Dieser Vorgang dauert weniger als 1,5 Minuten. Nachdem die Tür zugegangen ist, garantieren 8 Riegel an der Unterkante ein sicheres Schließen. Das Tor darf sich auf keinen Fall während des Flugs öffnen. Toulouse, 10.20 Uhr. In wenigen Minuten startet die Beluga XL. Die Mitarbeiter im Tower sind hochkonzentriert. Jetzt darf nichts schiefgehen. Jeder war hochkonzentriert. Bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit hätte man den Start noch abbrechen können. Danach gab es kein Zurück mehr. Auch nicht bei einer Fehlfunktion. Die Beluga XL rollt auf die Startbahn. Um heute hier stehen zu können, mussten etliche logistische Hürden genommen werden. Zum Beispiel ein riesiges Bugtor von Rochefort nach Toulouse zu transportieren. Zuerst wurde es quer durch die Stadt zum Binnenhafen gebracht. Ein riskantes Unterfangen. Darum geht es auch nicht schneller als 1 Kilometer die Stunde.
Die Straßen der Stadt sind für solche Konvois nicht ausgelegt. Außerdem wäre es per LKW nicht möglich, das Teil fristgerecht zu liefern. Die Kosten für einen Transport auf der Straße sind noch dazu recht hoch. Darum hat sich Airbus für einen anderen Weg entschieden. Den Fluss. Das geht schneller als auf der Straße. Riesige Krane heben das Bugtor auf den Frachtkahn. Vom Hafen in Rochefort geht es auf die Garonne. Über Bordeaux bis nach Langon. Die letzten 200 Kilometer werden wieder per LKW zurückgelegt. Die Straße von Langon nach Toulouse wurde extra ausgebaut. Denn über sie kommen alle übergroßen Flugzeugbauteile nach Toulouse. Jeder Kilometer wurde genauestens geplant. Januar 2017. Nur noch 1,5 Jahre bis zum Testflug. Alle Teile aus Spanien, Deutschland und Frankreich sind jetzt in Toulouse. Endlich kann dieses außergewöhnliche industrielle Puzzle zusammengebaut werden. Wir haben alle Teile aus Spanien und Deutschland. Daraus entsteht die Beluga. Noch ähnelt alles einem riesen Technikbaukasten. Doch was, wenn die Teile aus den verschiedenen Werken nicht zusammenpassen? Was, wenn es Fehler in der Planung gab? Eine winzige Ungenauigkeit und der Testflug muss verschoben werden. Und mit ihm alle zukünftigen Flugzeuglieferungen. Am kompliziertesten ist der Einbau des Bugtors aus dem Werk in Rochefort. Jeder verfügbare Techniker ist bei dieser Operation dabei. Alle sind hochkonzentriert. Das 3 Tonnen schwere Bugtor muss millimetergenau in den in Deutschland gebauten Rumpf eingepasst werden. Alle mechanischen, elektrischen und hydraulischen Anschlüsse müssen verbunden werden. Die Operation dauert einen halben Tag. Die Stimmung ist angespannt. Nach monatelangen Berechnungen, Tests und Korrekturen ist es endlich geschafft. Das Bugtor aus Rochefort sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Man hat das Gefühl, im Herzen der Luftfahrtindustrie zu sein. Alle Leute, die an der Beluga arbeiten, sind Pioniere. Die Mechaniker sind stolz, ihre Flugzeuge fliegen zu sehen. Die Beluga XL ist erst fertig, wenn alle Teile verbaut sind. Die Rumpfschalen aus Deutschland. Das Rumpfendstück mit den Leitwerken aus Spanien. Ende 2017 ist die Beluga XL zu 75% zusammengebaut. Jetzt fehlt nur noch ein wichtiges Teil. Es wird in Großbritannien hergestellt. Im Rolls-Royce-Werk in Derby. Hier wird das Trent 700 gebaut, das Triebwerk der Beluga XL. Britische Ingenieure sind bekannt für ihr Know-how im Bereich Feinwerktechnik.
Rolls-Royce Triebwerke sind seit 30 Jahren 100 Millionen Flugstunden geflogen. Die Motoren mit 32,5 Tonnen Schub geben der Beluga XL die Antriebskraft, die sie braucht. Nach mehreren Testläufen werden die Triebwerke nach Toulouse überführt und in die Beluga XL eingebaut. Doch werden die Triebwerke am Tag des Testflugs auch volle Leistung bringen? Produzieren sie genug Schub, damit die Beluga XL abheben kann? Diese leistungsstarken Strahltriebwerke sind fast 6 Meter lang. Jedes einzelne wiegt über 6 Tonnen. Zuverlässig und altbewährt. Sie stecken in vielen A330-Maschinen. Insgesamt wartet das Trent 700 mit 50 Millionen Flugstunden auf. Die Triebwerke sind eingebaut und die elektronischen Module angeschlossen. Doch noch ist die Beluga XL nicht startklar. Im Juni 2018 muss sie sich mehreren Stresstests unterziehen. Dabei wird überprüft, wie zuverlässig das Flugzeug ist und ob es sicher starten kann. Eine Woche lang wird die Beluga XL in Toulouse auf Herz und Nieren geprüft. Ein negatives Testergebnis und all die harte Arbeit war umsonst. Es gibt vor allem ein großes Risiko. Wenn die Flügel in der Luft zu stark vibrieren, könnten sie brechen. Um das auszuschließen, wird der Vibrationstest gemacht. Dazu werden 600 Sensoren, 7000 Meter Metall und 300 Meter Glasfaserkabel am Flugzeug angebracht. Wir überprüfen die elementaren Teile des Flugzeugs. Nur so können wir sichergehen, dass sie allen Anforderungen entsprechen. Diese Teile werden alle in unseren Labors getestet. Wir müssen ganz sicher sein, dass das Flugzeug hält. Das Flugzeug wird an über 34 unterschiedlichen Stellen überprüft. Zwei Teams, eins aus Deutschland und eins aus Frankreich, überwachen die Tests. Sie versuchen vorauszusehen, wie sich das Flugzeug in Extremsituationen verhält. Sie simulieren die Realität mit mathematischen Gleichungen. Das Flugzeug wird an seine Grenzen gebracht. So wie Spitzensportler. Auch sie werden vor Wettkämpfen von Ärzten untersucht, ob sie wirklich fit genug sind. Ein weiteres Risiko: Brandgefahr. Ein Feuer an Bord des Flugzeugs wäre der schlimmste Albtraum. Was passiert, wenn ein Feuer im Frachtraum ausbricht? Wenn es in einem Passagierflugzeug zu einem Brand kommt, müssen die Piloten sofort notlanden. Bei der Beluga XL sieht das ganz anders aus. Wenn im Frachtraum ein Feuer ausbricht, muss man umdenken, denn es ist keine Druckkabine. Der Druck im Frachtraum entspricht dem Außendruck. Je höher wir steigen, umso sauerstoffärmer ist die Atmosphäre. Falls im Frachtraum also Feuer ausbricht, müssen wir steigen. Nur im Cockpit der Beluga XL gibt es einen Druckausgleich. Der Druck im Frachtraum entspricht dem Luftdruck außerhalb der Maschine. Deswegen verlangt ein plötzlich ausbrechendes Feuer andere Maßnahmen. Not zu landen wäre völlig falsch. Stattdessen muss der Pilot die Maschine nach oben ziehen, denn weiter oben ist weniger Sauerstoff in der Luft. Eine eindrucksvolle Art, ein Feuer zu löschen. Jetzt wird es Zeit für die Lackierung. Diese Arbeit nimmt mehrere Stunden in Anspruch. Ein Speziallack verbessert die Aerodynamik und schützt vor Rostfraß. So groß wie die Beluga XL ist, wird dafür massenweise Lack benötigt. Alle Stellen müssen bedeckt sein, denn sonst könnte der Rumpf rosten. Nicht nur technisch, auch ästhetisch ist die Beluga XL ein Meisterwerk. Airbus setzt auch im Bereich Flugzeugdesign neue Standards. Bei jedem neuen Airbus-Produkt machen Designer verschiedene Vorschläge zu Farbe und Design. Ein Vorschlag war komplett pink, ein anderer komplett blau. Diesmal haben wir Airbus-Mitarbeiter nach ihren Ideen gefragt.
Die Aktion war ein großer Erfolg. Es gab 21.000 Vorschläge. Dem Flugzeug ein Lächeln zu geben, war die Idee von Airbus-Mitarbeitern. Die Airbus-Mitarbeiter lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Walaugen und ein Lächeln. Sie sind eine Hommage an einen ungewöhnlichen Meeressäuger. Und sie machen die Beluga XL zu einem außergewöhnlichen Flugzeug. In Toulouse richten sich an diesem 19. Juli 2018 alle Augen auf die Beluga XL. Gleich ist es soweit. Der Tower gibt grünes Licht für den Start. Der Moment der Wahrheit für Christophe Cailly und seine Crew. Gleich wird sich zeigen, was die Mitarbeiter in 4 Jahren geleistet haben. Um Punkt 10.30 Uhr hebt der Koloss ab. Zum allerersten Mal. Im Vorfeld wurden alle Szenarien durchgespielt. Trotzdem kann beim Testflug immer etwas schiefgehen. So etwas wie absolute Sicherheit gibt es nicht. Den 30. Juni 1994 wird niemand so schnell vergessen. An diesem Tag startet die A330 zu ihrem Testflug. Kurz nach dem Start simuliert die Crew mit eingeschaltetem Autopiloten einen Ausfall des linken Triebwerks. Das Flugzeug neigt sich nach links und der Pilot ist nicht mehr in der Lage, es wieder auszurichten. 7 Menschen sterben. Danach sollen neue Richtlinien das Steuern der A330 sicherer machen. Jetzt weiß man auch, dass bei Testflügen immer etwas schiefgehen kann. Die Beluga XL ist bereits einige Minuten in der Luft. Sie fliegt wie erwartet. Die Ingenieure auf dem Rollfeld entspannen sich jedoch noch nicht. Im Sommer 2015, die Entwicklung des Flugzeugs ist fast abgeschlossen, weisen Tests auf Stabilitätsprobleme hin. Der riesige Buckel beeinflusst die Aerodynamik negativ. Änderungen sind vonnöten, denn nur wenn das Flugzeug sicher in der Luft liegt, lässt es sich optimal steuern. Nach unseren anfänglichen Berechnungen hätte der Pilot die Maschine in bestimmten Situationen nicht stabil halten können. Die Ingenieure müssen das Flugzeug sicherer machen, so schnell wie möglich. Sie bauen 2 Stabilisatoren an der Unterseite des Rumpfendstücks ein und 2 am Ende des Höhenleitwerks. Damit wird der Widerstandswert der Beluga XL deutlich verbessert. 15 Minuten nach dem Start. Die Crew ist zufrieden mit dem Handling des Flugzeugs. Auch die Ingenieure auf dem Rollfeld sind erleichtert. Christophe Cailly wird jetzt mit seiner Crew eine Reihe von Tests ausführen. Mit Nick- und Rollbewegungen testen sie die Manövrierfähigkeit und somit die flugtechnischen Grenzen der Beluga XL. Zuerst geben wir Schub. Dann drehen wir uns um die Querachse und um die Längsachse. So testen wir, ob sich das Flugzeug wie erwartet verhält. Die Tests werden bei Höchstgeschwindigkeit ausgeführt. Die Crew simuliert auch Gefahrensituationen. Sie führt gezielt einen Strömungsabriss bei. Ohne Schub steigt das Risiko eines Auftriebsverlustes. Zuerst fliegen wir Höchstgeschwindigkeit. Dann müssen wir die Geschwindigkeit abrupt drosseln.
Das führt dazu, dass die Nase des Flugzeugs heruntergedrückt wird. Und genau dann müssen wir wieder Schub geben. Stabilität, Triebwerkparameter, Kommunikationssysteme. Christoph Kai und seine Crew schließen alle Tests erfolgreich ab. Die Zuschauer auf dem Rollfeld sind glücklich. In diesem Flugzeug steckt auch ein Stück ihrer Arbeit. Die Beluga XL ist bereit für ihren ersten Landeanflug. Uhr 14:41 setzt sie auf. Und rollt zu den Menschen, die sie gebaut haben. Franzosen, Briten, Deutsche und Spanier, sie alle feiern diesen Erfolg. Das war ein ergreifender Moment. Nach der Landung waren alle glücklich und erleichtert. Was für ein toller Tag. Um uns herum standen die Menschen, die dieses Flugzeug gebaut haben. Wie glücklich sie waren, es endlich fliegen zu sehen. Die harte Arbeit, die Diskussionen, die behobenen Fehler, all das machte diesen fantastischen Moment möglich. Ein Crewmitglied wirft das Flugzeugmaskottchen in die Menge. Nicht jeder hat das Glück, so ein Flugzeug bauen zu dürfen. Man ist auf jeden Fall sehr stolz, wenn man das Flugzeug sieht und weiß, war da wirklich beteiligt. Man hat da sehr viel Schweiß reingesteckt, Anstrengungen. Wir haben bewiesen, dass wir in der Lage waren, dieses Projekt in dem vorgegebenen Zeitfenster zu realisieren. Wir haben nie aufgegeben. Jeder war mit Leidenschaft dabei und half, diese schwere Aufgabe zu meistern. Die Beluga XL ist das Ergebnis einer langen Reise. Keiner weiß das besser als Christoph Kai. Er war bei diesem Projekt von Anfang an dabei. Es ist eine technische Meisterleistung, genauso wie ein logistisches und finanzielles Paradestück. Wenn 2023 alle weiteren Tests erfolgreich gemeistert sind, werden täglich 6 Beluga XL über Europa unterwegs sein. Dank ihrer Hilfe wird Airbus alle Aufträge fristgerecht fertigstellen können. Alle 6 Belugas werden im Jahr 6,5 Millionen Kilometer fliegen. Das entspricht 17 Flügen zum Mond. Das ist die Geschichte einer technischen Herausforderung und der Männer und Frauen, die im Schweiße ihres Angesichts Großartiges geleistet haben. Sie haben den Airbus der Superlative erschaffen.